Hi Leute und willkommen zu meinem Monatsrückblick für den Monat August. Ich habe zeitweise sogar gedacht, dass eigentlich gar kein Monatsrückblick nötig ist für den August, weil ich so wenig gelesen hatte. Und dann habe ich nochmal auf Goodreads nachgeschaut und ich habe doch eigentlich sogar eine ganze Menge gelesen. Aber ihr seht gleich, was ich meine. Aber es kommt einfach dadurch, dass ich jetzt mit meinem Studium angefangen bin und das so Hals über Kopf, dass ich da so reingefallen bin und das so schnell passieren musste, dass ich quasi all meine Erinnerungen vor dem Zeitpunkt der letzten Augustwoche verloren habe. Und deswegen dachte ich, ich habe im ganzen August nichts gelesen, obwohl ich am Anfang im August noch einiges gelesen habe. Nur das hatte ich irgendwie aus meinem Gedächtnis gelöscht. Und ja, ich habe 2 Bücher gelesen in diesem Monat und ich habe aber noch eine ganze Menge Mangas gelesen. Die kommen gleich im Anschluss. Und für diese 2 Bücher habe ich jetzt nicht extra die Seitenzahl ausgerechnet und keine Ahnung. Also ich schätze, es wird irgendwo bei 800 oder so liegen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fange ich jetzt mit dem ersten Buch an und das ist Divergent von Veronica Roth. Das habe ich ja schon mal gelesen. Auf Deutsch heißt das Ganze Die Bestimmung und das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und ich habe es mir halt nochmal auf Englisch gekauft, weil bald der dritte Teil auf Englisch rauskommt, also am 22. Oktober. Ich fiebere schon auf diesen Tag hinaus. Ja. Und ich wollte mir die Geschichte halt nochmal auf Englisch geben, weil die Begriffe auch teilweise anders sind und ja. Und es hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Es ist einfach ein großartiges Buch und ich liebe es so sehr. Und es hat sich total gelohnt, das nochmal zu lesen und nochmal wieder alles zu erleben. Und es war wieder so toll wie beim ersten Mal. Und es hat wieder volle 5 Sterne bekommen. Alles, wow, ich liebe dieses Buch einfach nur so sehr. Und ich finde die englische Ausgabe so cool. Es ist zwar nur ein Taschenbuch, aber es ist total shiny. Und die Seiten sind so leicht und so dünn und ich weiß nicht, wenn man so macht, dann ist es total schön. Es fühlt sich total schön an und es sieht schön aus und es macht schöne Geräusche. Ja, Freak. Dann habe ich noch ein E-Book zwischendurch gelesen. Das ist nur ein einziges Kapitel und zwar ist das so ein extra Kapitel, was man sich zu Divergent kaufen kann, beziehungsweise was zu Divergent gehört. Und in diesem Kapitel erzählt vor das Kapitel aus seiner Sicht und ich fand es sehr, sehr cool. Es sind zwar nur ganz wenige Seiten, ich glaube, das hat keine 20 Seiten, das Ding. Ich weiß auch nicht mehr, wie viel ich dafür ausgegeben habe, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich zu viel. Und ich muss mal eben gucken, ob ich euch das Cover zeigen kann. Hier, Free 4 heißt das Ganze. Und das ist einfach dieses eine Kapitel mit dem Messerwerfen aus Vorsicht. Und das war sehr, 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 sehr hilfreich für mich, denn obwohl es nur so kurz ist, hat es einen richtig guten Einblick in Fors Charakter gewährt und man versteht ihn irgendwie schon gleich viel, viel besser und also er ist mir dadurch noch viel, viel sympathischer geworden und ich kann ihn halt viel besser verstehen als vorher. Dann das zweite und letzte Buch, was ich gelesen habe im August, ist A Million Suns von Beth Revis. Das ist der zweite Teil der Godspeed-Trilogie und dem habe ich 4 Sterne gegeben. Ich fand es sehr cool. Ich mag einfach diese Geschichte in diesem Raumschiff und wie sich das so entwickelt hat. Ich fand, teilweise fehlte die Spannung ein bisschen, beziehungsweise diese so actionmäßig so ein bisschen was. Und ich hatte mir das alles noch ein bisschen größer vorgestellt. Also ich hatte mehr erwartet an sich. Obwohl ich das auch alles sehr cool fand und mit diesen Wendungen und ich freue mich so auf den dritten Teil und wenn ich wieder Geld habe, beziehungsweise wenn ich wieder einen Überblick über meine Finanzen habe, sobald ich eine Wohnung habe und was weiß ich, dann werde ich mir hoffentlich den dritten Teil kaufen und ja, ich freue mich ganz doll drauf. Ich verstehe Amy sehr gut und ich mag Amy als Charakter sehr gerne, obwohl ich auch mir auch manchmal gedacht habe, sie soll jetzt nicht sich so anstellen und ja. Aber ich mochte sie sehr gerne und ich mag, wie heißt er? Elder. Elder mag ich auch sehr gerne. Er ist irgendwie ein Schnucki. So, ja, 2 Bücher sind an sich nicht viel und dafür hätte ich auch nicht extra einen Monatsrückblick gemacht. Aber dann ist mir da noch was passiert. Und zwar habe ich plötzlich die Lust verspürt, wieder Fruits Basket zu lesen. Fruits Basket ist ein Manga und den habe ich vor 6 Jahren, oh Gott, ich bin so alt, habe ich ihn das erste Mal gelesen und ich weiß, ich hatte total Lust wieder da drauf und ja, dann habe ich innerhalb von ein paar Tagen 16 Bände Fruits Basket
so gelesen und die restlichen 7 Bände, die ich nicht besitze, habe ich dann im Internet gelesen. Und jeder Band, oh Gott, ja, ich sollte sie vielleicht wegstellen, aber so wirkt es doch eindrucksvoller, oder? Ich halte es so, damit es... Das ist bescheuert, nein. Ich halte einfach nur den ersten Band hoch. Oh Gott. So, ich halte jetzt nur den ersten Band hoch, weil es sonst einfach viel zu viel wird. Und ja, Fruits Basket ist die Geschichte eines Mädchens, und zwar dieses Mädchens, das ist Toru Honda. Und Toru Honda hat ihre Mutter verloren. Ihr Vater ist schon sehr lange tot, aber ihre Mutter ist dann vor ein paar Monaten gestorben. Also wenn der Manga anfängt, ist es gerade ein paar Monate her, dass ihre Mutter tot ist, bei einem Unfall gestorben. Ja, und Toru wohnt eigentlich bei ihrem Großvater, aber die renovieren gerade das Haus und sie möchte ihren Freundinnen nicht auf der Tasche liegen und hat sich somit entschlossen, in einem Zelt zu wohnen und hat ihr Zelt irgendwo hingestellt und naja. Das Zelt steht allerdings auf dem Grund der Familie Soma und die Familie Soma ist eine ganz besondere Familie. Also das passiert alles innerhalb des ersten Kapitels innerhalb der ersten 10 Seiten von diesem Band, würde ich sagen. Also ich nehme euch nichts vorweg. Ich erläutere nur einfach die Geschichte, wie sie beginnt hier in den ersten 10 Seiten. Und die Familie Soma ist nämlich von einem Fluch besessen. Und zwar von dem Fluch der Tierkreiszeichen, der Eto. Es gibt 13 Auserwählte in der Familie. Und diese können sich in Tiere verwandeln. Und das passiert immer, wenn sie vom anderen Geschlecht umarmt werden. Oder wenn sie schwach sind oder krank sind. Und dann verwandeln sich diese 12 oder diese 13 Leute in ein Tier des Tierkreiszeichens. Und zwar ist das hier zum Beispiel, das ist Yuki und Yuki verwandelt sich in die Ratte. Sie finden Toru auf ihrem Grundstück quasi und das Zelt wird bei einem Erdrutsch zerstört. Und so kann Toru dann bei den Somas einziehen. Und es ist eine wunderbare Geschichte und ich liebe es so, so sehr, weil die Charaktere alle so toll sind. Und es ist wirklich so, dass ich so oft weinen musste, weil jeder Charakter so ein schweres Schicksal durchlebt hat, irgendwann mal in seinem Leben. Und es ist ganz, ganz herzzerreißend und es ist wunderbar, es ist so witzig und es ist ganz, ganz toll. Ich liebe es einfach immer noch. Und ja, so habe ich innerhalb von, ich würde sagen, 3 oder 4 Tagen 23 Bände gelesen. Und die Seiten, aber das habe ich nicht zusammengerechnet und die Seiten werte ich auch nicht zu meiner Lese-Challenge quasi dazu, also meine Goodreads-Challenge. Da habe ich, glaube ich, jetzt 1 davon gewertet, weil ich glaube, 1 von 23, 1 um diese 23 zusammenzufassen. Ich habe keine Musik gehört, mal wieder. Ich höre immer ganz viel Radio momentan, jetzt wenn ich jeden Tag zur Uni fahren muss, weil ich ja doch eine Dreiviertelstunde fahre und dann höre ich immer Radio. Also ich höre immer Sky Radio, aber das ist ein niederländischer Sender und den empfangen wir halt bei uns zu Hause auch. Und Serien habe ich auch nicht geguckt. Also war es das eigentlich? Ja, gut. Dann drehe ich jetzt noch das Subvideo für den Monat September, denn das letzte Subvideo ist schon wieder ein halbes Jahr her. Ein halbes Jahr. Wie konnte das passieren? Ja, okay. Dann auf Wiedersehen, guys. Wir sehen uns bald. Ciao.